herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ich spring mal hier raus. Im Rosselmesh sitzt ein Helfer, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. Du würdest das andere Feld noch von uns düngen. Mhm. Und ich schwing mich hier immer in den New Holland. Damit wir hier Money machen. Haben wir vorne erst die andere Seite fertig. Hilfe, ah, die Arbeit erfolgreich beendet. Alter, willst du mich... Sorry, aus Versehen. Albern. Ich dachte, das wäre der hier. Nee. So. So, dann hoffen wir mal, dass wir den Auftrag recht flott zustande bringen. Das ist ja Feld 12. Ah ja, guck mal, das ist jetzt in Erntereife 1. Das ist zurückgesetzt worden, sobald wir den Auftrag angenommen haben. Und du hattest auch noch letzte Folge gesagt, dass der kleine Rostelmesh weiterkommt vom Comtank her wie der große New Holland. Ja. Das kann natürlich aus meiner Rechnung heraus sein, wenn der New Holland einfach mehr Getreide reinzieht und dadurch schneller fertig wird. Darum, durchaus möglich, werden wir rausfinden. Der Akkuliner steht auch noch bei dir am Feld, den kannst du ja nachher dann zum Hof fahren. Mhm. Warum fährst du nicht einfach oben rum, dann blockierst du den Helfer doch irgendwo nicht. Ich wollte jetzt hier unten rechts kurz die Fläche wegmachen, dass das sauber ist. Und dann natürlich auf die andere Seite, beziehungsweise im Vorgewände auffahren. Ja. Ich glaube, ich habe den Helfer gut angesetzt, weil der kommt hinten direkt an dem Stromspannungsmasten vorbei. Kommt ganz nach hinten durch. Mhm. So, Butter verkaufen haben wir völlig verpeilt. Preis war bei 10.000. Oder ist jetzt bei 10.000. Mhm. Guck mal, der Weizenpreis ist jetzt schon 1.138. Also jetzt machen wir schon einen Gewinn. 1 Euro. Jo. Auf 1000 Liter. Also 15 Euro. Jetzt sind es sogar schon 30 Euro. 45 Euro. Ja, der heißt genau vorbeigezogen, der kleine Drescher. Perfekt. Schafft das jetzt noch zu wenden? Nein. Was macht der denn? Wer? Der Drescher. Der wendet. Sieht eigentlich von hier aus, von meiner Position her, noch gut aus. Sieht auf der Karte ganz ulkig aus. Naja, da bringt das so hin und her. Ups. Je, Gesundheit. Danke. Alter, kannst du mal weggehen hier? Gesundheit. Nochmal. Jetzt ist aber bitte Ruhe. Kackvoll. So, ich habe jetzt drin 4.500. Mal gerade gucken. Moment, da war er. Er hat 4.000 drin. Also er arbeitet schon... Ach, scheiße. Ist schon ein bisschen schneller, glaube ich. Voll. Wie jetzt ich hier. Der Rostelmesh. Jo. Nee, ist er nicht. Glaube ich schon. Nee. Den New Holland gehen 14.000 rein. Ja, der hat 13 Meter Schneidwerk. Ist egal. Der Rostelmesh hat 9 Meter. Im Moment nutze ich die ganzen 13 Meter noch nicht. Feldrand.
Müssen wir vielleicht nochmal speziell testen. Also, wie gesagt, es ist bewiesen. Von mir aus. Also, von meiner Sicht aus. Warte mal, was sagst du? Der Rostelmesh ist früher voll. Ja. Das sage ich ja auch. Nee, sage ich eben nicht. Na was nur? Verarsch mir, Alter. Nein, so habe ich es verstanden. Nee, der New Holland ist schneller voll. Okay, dann müsste der ja bald voll sein. Ich werde nach dieser Reihe, ich werde den Feldrand links stehen lassen und wechsle dann auf die Seite neben dem Rostelmesh. Dann haben wir einen direkten Vergleich. Weil das bisschen hier, das kann später, kann man auch mit dem Rostelmesh nochmal wegmachen. Das ist, keine Ahnung, 6-7 Meter. Geschwindigkeitstechnisch gibt es ja keinen Unterschied. Fahren ja beide 10 km/h. Ja. So ist das. Sorry, wenn ihr mein Schlucken hört, aber ich muss trinken. Warum ist denn der Tiger jetzt so leise? Ich bin konzentriert. Konzentriert? Ach, du bist... Willst du schon abtanken? Bist zu spät. Ich wollte mich ja nur hier hinstellen. Guck mal, wie viel der Rostelmesh jetzt drin hat, wenn der umsetzt. 6782. Ich habe 8400 drin. Ja, ihr müsst ja jetzt gerade weiterfahren, gell? Dann, wenn ich komme. ich fahre vor Gewinde. Das ist ja völlig wurscht, wer ich auch früher fertig ist. Weil sonst kriegt der Drescher, der Helfer das sowieso nicht hin. Bist du schon fertig mit Düngen? Ja. Okay. Pflanzenschutz, was machen wir da? Keine Ahnung. Okay, erst nach dem Baum. Da ist halt die Frage, ob wir da... ob wir Pflanzenschutz machen sollen oder nicht. Bisschen weiter weg. Hier ist ein blödes... Ach, da ist schon wieder ein Baum. Nein, das ist ein blödes Betongeil. Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, das ist ein Wassertrigger. Aber ich hab's noch nicht getestet. Komm, fahr dein Rohr aus. Achtung, ach, Beton. Wieder so ein... Beton. Oh, leck. Di. Was lachst du so? Ich lach nicht. Aber du grinst mindestens. Ja, dann juck. Ey. Geh mal lieber zum Helfer abtanken. Er ist 80% voll. Ich hab 40%. Nein. Ach, doch nicht durch die Frucht. Ey. Da was kommt er hier an und sagt, Replay, Replay. Und dann fährt er durch die Frucht, ey. So ein Hampelmann. Ei, ei, ei. Was für Hampelmann? Kennst du nicht? Nee. Nee, das war Butzelmann, was ich gerade im Kopf hatte. Das im Sportunterricht.
Guti, guti, gut. Ich muss mal gerade hier noch ein Passfoto schießen. Ein Passfoto? Wie kriegt man die doofe Feldinfo aus? Ich will die nicht haben. In den Einstellungen. Wo? Chris, du drückst Escape. Ja. Auf dem Bildschirm mit den Zahnrädchen. Ja. Feldinfo aus. Da steht irgendwo aus. Feldinfo. Gut. Weil für Screenshots ist es immer ein bisschen doof, wenn du hier irgendwo eine Feldinfo stehen hast. Die es nervt. Ist auch blöd, wenn du das Hut anhast. Nee, das finde ich okay. Aber die Feldinfo, die ist so ein Kasten unten dran, für was denn? Im Screenshot steige ich ja sowieso aus. In der Regel. Inzwischen. Früher nicht. Früher bin ich einfach sitzen geblieben, habe die Kamera so positioniert und habe dann einen Screenshot geschossen. Aber inzwischen mache ich das immer schön. Steig aus, nehme eine gute Position und dann ab die Katze. So, warte mal. Ah, ich müsste da unten müsste ich hinkommen. Was haben wir denn noch zu tun? Kannst du mal bei den Gewächshäusern gucken, wie der Miststand ist? Mach ich gleich. Du kannst da unten stehen bleiben. Ich komme bis dahin. Ich habe jetzt nicht mal 60%. Hallo Wand! Kannst da unten stehen bleiben? Ah, okay, die hört auch nicht auf mich. Ich bin halt Tiger. Wenn ein bisschen weiter weg wärst, wäre besser. Ah, noch extra Wünsche. Beim Abladen. Abtanken. Logisch. Fährt mir immer Schneidwerk kaputt, ey. Bin leer. Was war jetzt? So. Und was sagt der Mist? Ich guck grad noch. Sieht noch gut aus. Wie viel? Es ist von 80 bis 400 alles dabei. Okay. Bei 2000 hätten wir fast noch bei den Kühen. Kauf mal noch Kühe, komm. Volle Luzi. Siehste? Ja, vor allem heute Nacht, falls wir nachher schlafen oder so. Können die ja gut produzieren. Geht ja relativ flott hier. Auch wenn das Feld mega riesig ist. ...1181 jetzt für den Weizen. Haben wir eigentlich nicht einen Tiertransportanhänger? Ja, haben wir. Ja, danke auch für die 2000 Euro minus. Sorry. Hättest du es nicht gewusst, okay. Aber wenn du es weißt... Vergessen. Du bist dein Kopf, jung. Also ich habe hier gerade 60 FPS. Ne, das ist doch okay. Zwischen 55 und 60 FPS. Willst du das Hühnerding produzieren? Oder zumindest schon mal das können wir auch morgen machen in der Folge. Zumindest schon mal den Dings da runterfahren, du weißt schon. Mist. Nein. Wie heißt denn das? Förderband.
So, weil das war's von heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liebend gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da lassen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Tschüss.